Hallo ihr Lieben! Heute mache ich mal ein Video andersrum aus einer anderen Perspektive. Das ist Senior Jackie, mein Zwergdackel. Manchmal frage ich mich, ob nicht ich hier der Dackel bin und er das Herrchen. Schaut mal, der läuft vor. Schaut mal, wie stolz der läuft. Das ist so genau sein Ding. Ja. Und manchmal trifft er einen anderen Hund. Wenn der Hund ihm sehr bedrohlich erscheint, ja, dann ist er doch vorsichtig. Hat sie aber schon mit größeren Hunden angelegt, deshalb habe ich ihn immer an der Leine, weil er ist halt ein bisschen todesmutig. Ja, und das ist hier die Strecke, da bin ich das erste Mal mit dem Kleinen spazieren gegangen, an der Leine. Als ich ihn geholt habe, da hat er rumgebockt, wollte nicht an die Leine. Hey, Jackie! Jackie! Ja. Und jetzt sind wir schon 7 Jahre so richtig dicke Kumpels. So, letztes Mal habe ich das Thema des Sportes angesprochen, nur kurz. Ich will jetzt auch nicht so ein riesiges Video machen. Jetzt werde ich kurz vom Sport in die Arbeitswelt übergehen, damit man da den Zusammenhang versteht. Ich habe ja was von Lebensenergie gesagt. Ich will da jetzt auch nicht mehr so arg dran rumkauen. Aber man darf halt nicht vergessen, jeder Mensch ist ein Original. Ja? Jeden Menschen gibt es nur einmal auf dieser Welt in dieser Form. Es ist eigentlich unglaublich. Ja? Es ist wundervoll. Und in meinem Buch, da beschreibe ich ja auch, was der Mensch wert ist. Wie wird der berechnet? Wie wird der bemessen? Seine, wie soll ich sagen, Einzigartigkeit. Ja, jetzt gehen wir mal in die Arbeitswelt. Es ist einfach so, ich habe in dem Buch geschrieben, ein Ausländer rechnet ab, 51 Jahre Deutschland. Und da versuche ich auch einige Fakten zu bringen. Fakten ist das falsche Wort, ich muss es anders definieren. Versuche ich meine Erfahrungsberichte darzulegen, in der Hoffnung, dass die anderen das mit ihren Erfahrungen abgleichen können und dann mir ihr Feedback geben oder vielleicht, wenn sie diese Erfahrungen nicht gemacht haben, sich das anhören und Gedanken machen. Ja, und beim Spazierengehen, da kommen einem immer sehr kreative Gedanken. Ja, wir haben diese Lebensenergie, habe ich angefangen. Man sagt, 120 Jahre könnte jeder Mensch leben. Aber die Menschen, ja, die leben halt oft nicht ihre 120 Jahre, weil sie ihre Lebensenergie verlieren durch die falsche Lebensweise. Doch die Frage ist, ja, was ist die richtige Lebensweise? Wir gehen da hier, die meisten, nehme ich mal an, beim Aldi, Netto, Lidl oder wie die ganzen Dinger heißen, kaufen uns dann Nahrung. Ich überspitze es mal ein bisschen, Pulverform in Plastik, Tüten verschweißt und in bunten Pappschachteln mit schönen Bildern drauf. Ja. Und das ist halt oft die Nahrung der meisten Menschen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es Leute gibt, die hier Bio-Nahrung vom Bioladen kaufen und das ist einfach zu teuer. Und da muss auch das Bewusstsein da sein, sich genau dort was zum Essen zu holen. Ich würde fast schon behaupten, es gibt Menschen, die haben noch nie was von Bio-Nahrung gehört. Ja, also die falsche Lebensweise. Dann natürlich der psychische Stress, der Druck. Das Gehirn, das ist so klein. Ich habe das mal alles gewusst und ich werde jetzt auch vorsichtig sein mit den Zahlen. Aber das ist so ein kleiner Teil in unserem Körper und verbraucht aber sehr viel Lebensenergie. Und wenn man dann nachgrübelt und im Stress ist, dann verbrät man da so viel Energie. Ich glaube 80%, das muss man sich mal vorstellen. Und die Menschen, denen es halt nicht gut geht, die in Stress leben, die nicht jetzt wie die Reichen leben,
die wirklich ihr Tag darauf verbringen, ihre Maschine auf Vordermann zu halten. Ja, das können sich andere gar nicht leisten. Dann gehen die dann auch noch oft unangenehmen Tätigkeiten nach, weil irgendeiner muss sie ja machen. Ja, und man darf halt nicht vergessen, meine kleine Leber, deine Leber, die Bauchspeicheldrüse, das Herzchen, ja, die arbeiten. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Marathon laufe, stellt euch vor, wie meine Organe arbeiten müssen. Die werden einfach schneller älter. Ja. Und die Ausländer hier, die machen einfach wirklich großartige Drecksjobsarbeit, wo eigentlich nie gewürdigt wird. Nee, da wird noch auf denen rumgehackt, die Moslems oder die dies, die jenes. Statt mal zu sagen, hey, danke Ausländer, dass ihr hier in der Fleischerei arbeitet und aus Rumänien irgendwelche Leute, die dann zu dritt ein Bett in Arbeiterwohnheimen teilen. Zu dritt, muss man sich mal vorstellen. Für die anderen ist es ein Albtraum, die jeden Tag ihr Bett neu beziehen, morgens aufstehen und einen Blick auf die Natur haben. Ja. Dann gibt es Leute, die hart auf dem Bau arbeiten. Gerüstbau, dies, jenes. Ich selber habe mal in meiner Jugend in der Firma die Ehre gehabt, an der Acetonwaschanlage arbeiten zu dürfen. Ja, mit dem Ausländer kann man es ja machen. Ich wusste auch nicht, was Aceton ist. Ja, lest mal darüber nach. Krebserregend, nicht gut für die Lunge. Ein Jahr hat man mich da arbeiten lassen, ohne Gnade. Ja, und dann die anderen Jobs, Fuhrunternehmen, also Speditionen. Schaut mal, wie viele Ausländer da arbeiten. In Krankenhäusern mittlerweile, wie viele Ärzte, Krankenschwestern und so aus anderen Ländern arbeiten. Und die verbraten ihre Lebensenergie. Ärzte verdienen natürlich mehr, aber im Großen und Ganzen verbraten die ihre Lebensenergie für harte Arbeit, wenig Geld. Es scheint so, dass sie viel Geld bekommen, aber in Wirklichkeit ist das in meinen Augen unterbezahlt, wenn man davon ausgeht, dass sie ihr Leben dafür geben. Ja. Doch dieses Bewusstsein ist halt bei vielen nicht geweckt. Ist bitter. Die Realität ist bitter. Wenn ich das jetzt so sage, gibt es natürlich immer viele Einheimische, die sehr einfach gestrickt sind und die dann so kommen, wenn es euch nicht passt, dann geht doch dahin, wo ihr die... Hallo? Und dann hat die Ausländer hier gerufen. Die wurden mit Blumen empfangen. Ja. Man hat sie gerufen. Dann braucht man... Also im Schnitt jährlich 100 oder 200.000 Ausländer hier, um überhaupt das Land aufrechtzuerhalten. Und dann heißt es auch immer, wenn wir in andere Länder gehen, da kriegen wir gar nichts. Ich meine, die Leute hier, die bekommen auch nichts. Und wenn sie Zuschüsse vom Staat bekommen, dann ist es nicht, weil der Staat ihnen das umsonst gibt, sondern weil sie dafür arbeiten. Ja. Steuern, Sozialabgaben, all diese ganzen Geschichten. Wo gibt es denn was geschenkt? Nicht mal hier. Ja. Und wenn du am körperlichen Ruin bist, dann wird noch an deinem Elend, an deiner Krankheit verdient. Das gilt eigentlich auch für die Einheimischen. Ich will das Wort Deutsche nicht benutzen, da fühlen die sich gleich immer so angegriffen. Das Problem ist, kluge Leute werden sagen, hey, der Typ, der hat irgendwo schon recht. Eingeschränktes Bewusstsein wird bloß dieses Wort hören und sagen, das ist mir schon klar. Aber wenn ihr oder wir Menschen etwas lernen wollen, dann müssen wir uns alle Meinungen anhören. Und wenn wir dann die Meinungen von allen anhören, dann können wir vielleicht, wie soll ich sagen, auf bessere Ergebnisse kommen. Auf dieser Platz ist wunderschön, hier wurde ich mal vertrieben.
Ich habe hier immer mein Qigong gemacht, habe meditiert und dann kamen hier einige Einheimische und haben mich vertrieben. Hat denen wohl nicht so gepasst, dass genau ich hier solche Sachen mache. Aber mein Gott, Schwamm drüber. Ich stehe da drüber. Was soll das? Ja, jetzt wollte ich nur dieses Thema kurz abhaken. Man kann sich drüber Gedanken machen. Und ich werde das jetzt beenden. Vielleicht ist es auch nicht so gelungen, was ich jetzt gesagt habe, weil ich bin. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ein ganzes Programm in meinem Kopf und es rattert und rattert. Und manchmal kann man auch leicht den roten Faden verlieren. Und ich will jetzt mit etwas dieses kleine Video beenden, was ins nächste Video einleiten soll, ja? Für die Leute, die sich auskennen, die werden schon verstehen, worüber ich rede. Ja, die anderen, ja, die können sich denken, oh mein Gott, was labert der da? Aber ich mache das nicht für die Leute, die das nicht verstehen. Ich mache das für die Leute, die das verstehen. Ja. Und ich werde es mit den Worten beenden. O Mustafa Mannesmann, bring uns fort Tee. Und fort Tee und soll uns Stabilität bringen. Also für die Eingeweihten, die ein bisschen mal ein Buch in die Hand genommen haben, die werden wissen, über was ich rede. Ja, die anderen, die können jetzt darüber lächeln. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich gehe hier mit meinem besten Freund Jackie aus der Tierwelt spazieren.